Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute noch ein Make-up-Tutorial für euch mit der Palette von Hatti. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und los geht's. Ich habe jetzt mein Augenlid gesettet mit der Farbe Bone und jetzt nehmen wir die Farbe Hope. So, mit der Farbe werde ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Die Farbe ist wirklich sehr, sehr, sehr gut pigmentiert, wie ihr sehen könnt. Wow. Ich mache den Eyeliner jetzt auch extra ein bisschen dicker, damit man den natürlich auch sieht. Jetzt nehme ich mir einen sauberen Pinsel, genau denselben, und nehme diese Farbe hier. Dieses wunderschöne Blau, das ist die Farbe Mavi. Und mit dieser Farbe werde ich jetzt den Eyeliner vervollständigen. Ich werde jetzt erstmal hier einen Übergang schaffen. Ein Wing raus. Jetzt nehme ich die Farbe Slay. Die Farbe werde ich mir jetzt in meinem inneren Augenwinkel als Highlight auftragen. Ich habe mir jetzt meinen Pinsel angesprüht und werde jetzt die Farbe hier praktisch festigen. Jetzt nehme ich mir die Farbe Geil. Und die trage ich hier am äußeren V nur auf.
Ich habe mir jetzt nochmal den hellen matten Ton genommen und schwäche das so ein bisschen ab. Einfach nur, um das nicht zu stark zu haben. Hier das ein bisschen sauber zu machen, damit die Lidfalte ein bisschen sauberer und größer erscheint. Für meinen Augenbrauenbogen nehme ich mir meinen MAC Nylon Highlighter. Das trage ich hier am höchsten Punkt von der Augenbraue auf. So, jetzt machen wir erstmal den unteren Wimpernkranz und dazu nehme ich mir auch wieder erstmal dieses schöne Royal Blau. Und mit der Farbe werde ich jetzt als erstes meinen unteren Wimpernkranz umranden bis zur Hälfte. Und dann nehme ich mir das helle Türkis und das kommt dann nach vorne. Jetzt nehme ich mir die Farbe Istanbul und damit werde ich mir ganz, ganz, ganz leicht meinen unteren Wimpernkranz ausblenden. Machen wir weiter mit dem Gesicht. Ich nehme jetzt meinen Bronzer von Love und Hattie und damit konturiere ich jetzt mein Gesicht. Machen wir weiter mit dem Blush und dazu nehme ich mir den Peaches von MAC. Ich nehme mir meinen The Balm Mary Luminizer Highlighter. Meiner ist total kaputt und zerbrochen, aber ich liebe ihn trotzdem und ich benutze ihn immer noch. Ich muss nur aufpassen. Einer der schönsten Highlighter. Jetzt nehme ich mir nochmal mein Schwämmchen und arbeite hier alles schön in die Haut ein. Zum Fixieren nehme ich mir mein MAC Fix Plus wie immer. Und den Fix Plus werde ich jetzt auch nochmal in die Haut einarbeiten. Danach trage ich mein Liquid Lipstick auf von Violet Was. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet hier drüben zwei alte Videos von mir. Die letzten beiden, die ich hochgeladen habe, werde ich euch hier verlinken. Hier drüben könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!